Ein Jahr ist vorbei. In den letzten 12 Monaten haben sich 6 Kollegen aus dem Vertrieb weitergebildet. Jetzt sind wir zur Abschlussveranstaltung hier auf dem Schloss Krickenbeck vor wunderbarer Kulisse. Im Rahmen des Talentprogramms 2018-2019 haben die Kollegen einen Mix aus fachlichen und überfachlichen Trainings besucht. Aber es ist noch nicht vorbei. Heute Nachmittag bekommen Sie ein Thema für Ihre Abschlussarbeit und die Ergebnisse können Sie im Oktober vor den Führungskräften der Deutschen Landesgesellschaft präsentieren. Das Talentprogramm ist die erste Stufe des Klöckner-internen Förderprogramms. Die zweite Stufe ist das Emerging Leaders-Programm, für das die Kollegen sich in den nächsten Jahren bewerben können. Aber schauen Sie selber, was die Kollegen zu sagen haben, wie die letzten 12 Monate verlaufen sind. Los ging es im Juni im Landschaftspark Duisburg. Da traf ich das erste Mal auf die anderen Talents. Hauptaugenmerk war gemeinschaftliches Teambuilding und unser gegenseitiges Kennenlernen. Dazu hatten wir ein Stahlwerk, eine Besichtigung, die endete in einem Kletterpark. Absolutes Highlight war ein Seil gespannt zwischen den beiden Hochöfen. Und ich muss sagen, 60 Meter fühlen sich manchmal an wie 600. Bei dem einen oder anderen schlotterten ganz schön die Knie. Wir ließen den Tag bei einem Dinner ausklingen und es war hochinteressant, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und zu verstehen, wie die anderen Niederlassungen agieren. Im Februar wurden wir von der Niederlassung Frechen bei Köln eingeladen. Die dort stattfindenden Seminare und Workshops, unter anderem zum Thema strukturiertes Arbeiten, haben mir sehr geholfen, meinen Alltag besser zu organisieren. Abends schlossen wir das Ganze mit einer Domführung und einem netten Abendessen im Früh ab. Im Oktober waren wir zu Besuch in unserer Hauptstadt in Berlin. Bei Klöckner Ei haben wir die Customer Journey kennengelernt und haben erste Einblicke erhalten, wie digitale Produkte aus Sicht des Kunden hergestellt werden. Anschließend waren wir in Velten in unserem Anarbeitungszentrum und dort die Maschinen einfach mal im Einsatz zu sehen, hat geholfen, unsere Produktions- und mit dem einhergehend auch unsere Vertriebsmöglichkeiten besser zu verinnerlichen. Ein weiteres Highlight, was ich nicht unerwähnt lassen möchte, war unser persönliches und direktes Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden, Herrn Giesbert Rühl. Im Mai waren wir 4 Tage in Würzburg. Dort standen Top-Down-Kommunikation, Vertriebssteuerung, Kultur und Führungswandel auf dem Programm. Für mich persönlich war am interessantesten die Top-Down-Kommunikation, weil ich mit dieser Technik kurz und knapp Kernbotschaften formulieren kann. Wir haben in den 4 Tagen wirklich viel Stoff durchgenommen, wurden abends aber auch durch eine Weinbergführung belohnt. Im Laufe des Jahres haben wir alle ein Englisch-Webinar absolviert. Mit einem Native Speaker konnten wir in einem virtuellen Klassenraum einmal pro Woche 90 Minuten lang unser Business-Englisch intensivieren. Mir persönlich hat es sehr geholfen im Umgang mit meinen skandinavischen Kunden, weil die Sprache zunehmend sicherer wurde. Auch unser internationales Talentprogramm wird komplett auf Englisch geführt. Gerade deswegen ist dieser regelmäßige Austausch umso wichtiger. Heute kommt in Nettetal der Talentpool zum Abschluss. Das Ambiente von Schloss Krickenbeck schafft dabei eine besonders coole Arbeitsatmosphäre. Im Vordergrund steht das Thema Präsentationstechnik, bei dem wir sehr praktisch unsere Skills verbessern konnten. Außerdem stand ein interessanter Austausch mit unserem Geschäftsführer Herrn Köbchen an. Jetzt sind wir sehr gespannt auf das Thema der Projektarbeit, deren Ergebnisse wir zur Niederlassungsleitersitzung vorstellen dürfen. Dafür können wir unser ausgebautes Netzwerk super nutzen, aber auch erweitern. Wir hoffen, ihr konntet einen guten Einblick bekommen, wie wertvoll das Talentpool-Programm für die persönliche Entwicklung ist. Es lohnt sich!